Ich hab eine Idee. Warum sollten wir streiten, wenn wir stattdessen tanzen können? Tanzen wir uns mal für ein paar Minuten die schlechte Laune weg und dann hört das Rumgemecker auf, okay? Okay! Super! Na dann schüttelt mal euren Speck! Oh, das sollte sie für eine Weile bei Laune halten. Das war wirklich knapp. Ich musste in den hinteren Reihen für Ordnung sorgen. Die Idee mit dem Tanzen war jedenfalls exzellent. Die Stimmung für Aufstände ist rapide gesunken. Das funktioniert doch immer. Mann, Schwesterherz, das war der Hammer! Die Bürger waren alle so drauf. Oh, ah. Und dann hast du gesagt, ich hab eine Idee! Und dann die Bürger, wir lieben dich ein, Teddy! Oh, Mann, ich wünschte, ich wäre so königlich wie du. Einhornhündchen, du bist königlich. Eure Schwester ist eine Prinzessin, Kleiner. Ihr seid ihr Bruder, also seid ihr ein... Einhörnchen! Nein, deine Schwester ist eine Prinzessin. Du bist ihr Bruder, also bist du ein... Einhörnchen! Nein, kleiner Bruder, du bist ein Prinz! Du! Hammer! Natürlich, du Dummi, was solltest du sonst sein? Ich dachte immer, ich komme aus dem Weltall und meine Eltern haben mich zurückgelassen. Wie bitte? Aber ein Prinz ist ja noch besser. Jetzt kann ich Leuten helfen und kann mir coole Regeln ausdenken. Oh Mann, ich habe so viele gute Ideen im Kopf. Pizza. Es ist nicht nur lustig, das Königreich zu regieren. Du kümmerst dich um eine Sache, aber die Bürger wollen immer mehr. Und mehr, und mehr, und mehr, und mehr. Es hört niemals auf. Oh, okay. Ich werde wohl niemals ein richtiger Prinz sein. Oh nein! Ich schmeiß einfach all meine coolen Ideen in den Papierkorb, wo sie hingehören. Warte, Einhornhündchen. Weißt du was? Vielleicht kannst du ja ein bisschen Verantwortung übernehmen, um es auszuprobieren. What? Ernsthaft, Prinzessin? Ich glaube nicht, dass... So machen wir das. Einhornhündchen wird ein großartiger Prinz sein. Wir müssen einfach an ihn glauben. Also, ich, Prinzessin Einhornkitty, erkläre hiermit offiziell, dass Einhornhündchen ab sofort das Königreich regiert. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde der beste Prinz aller Zeiten sein. Los, komm, wir sagen es den Bürgern. Ja! Liebe Mitbürger, ich, Prinzessin Einhornkitty, trete ab sofort als Herrscherin des Königreichs zurück. Aber ich freue mich, meinen Nachfolger zu präsentieren, Prinz Einhornhündchen. Prinz, yeah. Hust. Mach schon, Hoheit. Erzähl ihnen von deinen coolen Ideen. Pizza! Ja, Pizza! Was ist damit? Wir können einfach Pizza essen! Bei jeder Mahlzeit! Pizza! Ja, der Typ ist super! Kleiner Bruder. Ach, ich habe noch viele tolle Ideen. Die nächste wird auch sehr lustig. Ich erkläre hiermit, dass alle aus Sicherheitsgründen in Hüpfbogen leben sollen. Das ist ja interessant. Der Verkehr ist zu lahm. Ab sofort fahren wir Achterbahn. Ab heute wird alles nur noch mit Handschlag bezahlt. Ich glaube, dass das die Bürger irgendwann ermüden wird, weil... Machst du Witze? Sie lieben ihn! Woohoo! Gut gemacht, kleiner Bruder! All meine coolen Ideen funktionieren super! Regieren macht so viel Spaß! Du bist der beste Prinz aller Zeiten! Oh Mann, ich hab die ganze Nacht überhaupt kein Auge zugemacht. All das Feuerwerk! Und die Musik spielt noch immer. Noch mehr was? Kommt schon, amüsiert euch. Das wird eine endlose Pyjama-Party. Irgendwann muss man mal schlafen, damit es eine Pyjama-Party wird. Leute, er gibt sich solche Mühe. Gebt ihm doch eine Chance, bitte. Hallo Leute, ich hoffe, ihr seid ausgeruht, denn vor euch liegt ein ganzer Tag voller funkiger, frischer Verpflichtungen. Haha!